Was passierte eigentlich mit einigen dieser Harry Potter Charaktere nach der Saga? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es wieder einmal um die Ereignisse, die sich im Harry Potter Universum nach dem Ende der Bücher und Filme ereignet haben. Genauer gesagt geht es um einige Charaktere aus dem Harry Potter Universum und was nach Ende der Saga mit ihnen passiert. Fangen wir an mit dem ersten Charakter. Dolores Umbridge. Umbridge ist wohl die schlimmste Figur in der gesamten Harry Potter Geschichte und sie macht sich zum ersten Mal bemerkbar, als sie in Hogwarts infiltriert und das Leben aller in der Schule zur Hölle macht. Das heißt, bis sie von Harry und Hermine dazu überredet wird, in den verbotenen Wald mitzukommen, wo sie auf eine Horde wütender Zentauren trifft, die sie verschleppen. Danach wird sie von Dumbledore gerettet und von ihrem Posten als Schulleiterin entlassen, nachdem enthüllt wird, dass Voldemort tatsächlich zurückgekehrt ist. Erstaunlicherweise fand Umbridge aber immer noch einen Job, nachdem sie Hogwarts verlassen hatte. Das Ministerium akzeptierte sie sogar wieder in einer der führenden Funktionen als Unterstaatssekretärin des Ministers für Zauberei. Außerdem hatte das Ministerium zu diesem Zeitpunkt einen neuen Minister, Rufus Scrimgeour. Trotz eines kurzen Auftritts bei Dumbledores Beerdigung hören wir das nächste Mal von Umbridge im Jahr 1997, nachdem Voldemort die Macht im Ministerium übernommen hat. Zusätzlich zu ihrer Hauptposition als Unterstaatssekretärin wurde Umbridge auch Leiterin der Muggelgeborenen Regierungskommission, wo sie Prozesse führte, die eigentlich der Verfolgung von Muggelgeborenen dienen sollten. Danach tauchte Umbridge in der Geschichte nicht mehr viel auf, denn es gibt größere Probleme in der Zaubererwelt, Lord Voldemort. Mit Voldemorts letztendlichem Sturz wurde das Ministerium jedoch wieder unter die Kontrolle normaler Hexen und Zauberer gestellt, die alle Anhänger Voldemorts aus den Machtpositionen vertrieben. Das Zaubereiministerium wurde unter der Leitung eines neuen Ministers für Zauberei grundlegend reformiert. Der neue Minister war sich der Art von Person, die Umbridge war, und der Verbrechen, die sie während Voldemorts Regime begangen hatte, voll bewusst und ließ Umbridge verhaften, vor Gericht stellen und zu einer lebenslangen Haftstrafe in der Inselfestung Azkaban verurteilen, wo sie ihren Lebensabend verbrachte. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Cornelius Fudge. Cornelius Fudge war der 32. Minister für Zauberei und diente von 1990 bis 1996, was die meisten seiner Jahre in der Amtszeit umfasst. Fudge legte während seiner Amtszeit einige sehr fragwürdige Verhaltensweisen an den Tag, wobei die fragwürdigste seine hartnäckige Leugnung von Voldemorts Rückkehr war, was Fudge wiederum dazu veranlasste, sich in alle möglichen Angelegenheiten der Zaubererwelt einzumischen, einschließlich der Leitung der Hogwarts-Schule. Als schließlich bewiesen wurde, dass Voldemort tatsächlich zurückgekehrt war, kostete dies Fudge seinen Job und Rufus Scrimgeour übernahm seinen Posten. Zu diesem Zeitpunkt war Fudge jedoch nicht ganz aus dem Ministerium ausgeschieden, da er weiterhin eine beratende Funktion innehatte. Er übermittelte dem Muggel-Premierminister Nachrichten über den zweiten Zaubererkrieg, wenn Scrimgeour dazu nicht in der Lage war. Als der Krieg schließlich zu Ende war, wurde Fudge auch von diesem Posten entbunden. Fudges Schicksal ist genau das, was man erwarten kann, wenn man einer törichten und unfähigen Person ein Amt und zu viel Macht gibt. Am Ende wurde Fudge von der Öffentlichkeit verachtet, er war arbeitslos und lebte den Rest seines schändlichen Lebens abseits des Rampenlichts. Ein Zitat von Dumbledore beschreibt alles recht gut. Wenn Sie die von mir vorgeschlagenen Schritte unternehmen, wird man sich an Sie erinnern, ob Sie im Amt sind oder nicht, als einen der mutigsten und größten Minister für Zauberei, den wir je hatten. Wenn Sie nicht handeln, wird man sich an Sie als den Mann erinnern, der beiseite getreten ist und Voldemort eine zweite Chance gegeben hat, die Welt zu zerstören, die wir versucht haben, wieder aufzubauen. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Percy Weasley. Viele Jahre lang galt Percy als der etwas aufgeblasene, aber letztendlich harmlose ältere Bruder von Ron, Fred und George Weasley. Doch als Voldemort begann, die Macht zu übernehmen, stellte sich Percy schließlich auf die Seite seines geliebten Ministeriums und nicht auf die seiner eigenen Familie. Percy war kein schlechter Mensch und hatte nicht den Wunsch, sich der dunklen Seite anzuschließen. Er war nur leicht von Macht und Status zu beeindrucken. Er stammte aus einer Familie, die nicht besonders wohlhabend war und hatte sein ganzes Leben lang nur gebrauchte Sachen. Während seiner Zeit in Hogwarts war er sehr stolz darauf, Vertrauensschüler zu sein und nahm diese Rolle sehr ernst. Er genoss die Macht, die sie ihm über die anderen Schüler verlieh und versuchte immer, von seinen Lehrern gelobt zu werden.
Als Percy Hogwarts verließ und eine Stelle im Zaubereiministerium antrat, verehrte er seinen Chef Barty Crouch ganz offen als Helden und er war an seiner Beförderung sehr interessiert. Er nahm seine Arbeit sehr ernst und versteckte sich in seinem Zimmer, um Aufgaben vor der vorgegebenen Frist zu erledigen. Es war Percys Beförderung zum Unterassistenten des Ministers, die zu einem echten Zerwürfnis zwischen den Weasleys führte, denn Arthur Weasley war überzeugt, dass er die Stelle bekommen hatte, damit das Ministerium die Weasleys ausspionieren konnte. Percy nahm großen Anstoß an die Behauptung, dass er nur benutzt wurde, zumal er so viel Zeit und Mühe in seine Beförderung investiert hatte. Percy weigerte sich, seinem Vater zu glauben und bekundete seine Loyalität gegenüber dem Ministerium. Das führte dazu, dass Percy alle Verbindungen zu seiner Familie abbrach, denn er wollte, dass alle wussten, dass er nichts mit ihnen zu tun hatte. Er packte seine Koffer und ging. Er zog nach London, wo er sich seine eigene Wohnung besorgen konnte. Seine Mutter fuhr nach London und versuchte mit ihm zu reden, aber Percy schlug ihr die Tür vor der Nase zu. Als Voldemorts Rückkehr bewiesen war, war er bereit, die Hände zu heben und seinen Fehler einzugestehen. Er fühlte sich schließlich schuldig, seine Familie zugunsten des Ministeriums im Stich gelassen zu haben. Als er seine Familie wiederfand, entschuldigt er sich bei ihnen. Fred und George, die ihm gegenüber sehr wütend waren, waren die ersten, die ihm verziehen. Während der Schlacht kämpfte Percy mit Fred Seite an Seite. Dann zerstörte eine Explosion einen Teil des Korridors, in dem sie sich befanden, und tötete Fred. Percy weigerte sich in seiner Trauer, den Körper seines Bruders zu verlassen, bis Harry und Ron ihm halfen, ihn an einen anderen Ort zu bringen. Voller Wut und Trauer stürmte Percy zurück in die Schlacht und stürzte sich auf die Todesser. Percy war auch dabei, als Voldemort Harrys vermeintlichen Tod verkündete. Percy war dann Zeuge von Harrys endgültigem Sieg über Lord Voldemort. Nach dem Kampf war Percy einer derjenigen, die Harry zur Seite eilten und versuchten, ihn zu umarmen. Später saß er schweigend bei seiner Familie. Die Familie freute sich zwar über das Ende des Zweiten Zaubererkrieges, war aber auch am Boden zerstört über den Verlust von Fred. Nach dem Ende des Krieges kehrte Percy in das inzwischen wiederhergestellte Zaubereiministerium zurück und wurde Leiter der Abteilung für magische Transporte unter Kingsley Shacklebolt. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Familie ist heute so gut wie früher. Percy heiratete schließlich eine Frau namens Audrey und das Paar bekam zwei Töchter namens Molly und Lucy. Am 1. September 2019 war er auf Gleis 9¾ anwesend, um seine Töchter in die Schule zu verabschieden. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Filius Flitwick. Flitwick ist ein Zauberexperte und ein Duellmeister, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass während der Schlacht von Hogwarts am Ende des Zweiten Zaubererkrieges viele der wirksamsten Verteidigungszauber um Hogwarts herum gezaubert wurden. Diese Verteidigungsanlagen hielten die Todesser für eine beträchtliche Zeit im Schach und ohne seine Zauberkünste wäre die Schlacht vielleicht ganz anders verlaufen, da sich die Guten besser vorbereiten konnten. Flitwick gilt als einer der begabtesten Zauberlehrer, die je in Hogwarts unterrichtet haben. Nach der Schlacht setzte Flitwick seine Amtszeit als Zaubereilehrmeister fort und unterrichtete fleißig die nächsten Generationen von Hexen und Zauberern. Als nächstes haben wir Argus Filch. Filch übernahm 1968 die Rolle des Hausmeisters von Hogwarts und trat damit die Nachfolge des vorherigen Hausmeisters an, Apollyon Pringle. In den Büchern und Filmen machte Filch dem Trio und vielen anderen Schülern das Leben schwer. Aber als es zur Schlacht von Hogwarts kam, war Filch schnell zur Stelle und sorgte für die sichere Evakuierung der meisten Schüler der Schule. Filch mag zwar schlecht gelaunt und verbittert gewesen sein, aber Filch nahm seine Aufgabe sehr ernst und deshalb wird es sich nicht überraschen, dass er auch nach Ende des Krieges in seiner Position als Hausmeister weitermachte. Unmittelbar nach der Schlacht wurde Filch beim Fegen in der Nähe der großen Halle gesehen. Filch bestraft wahrscheinlich immer noch Schüler und streitet sich mit Peeves bis heute. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Kingsley Shacklebolt. Kingsley Shacklebolt war ein britischer reinblütiger Zauberer, Mitglied des Orden des Phönix, mächtiger Auror und später Zaubereiminister. Kingsley war ein späteres Mitglied des Ordens und trat während des Zweiten Zaubererkrieges bei. Kingsley war eine große Hilfe gegen Voldemort und die Todesser während des Zaubererkrieges. Er half die Gefangennahme und Eindämmung von Todessern und Voldemort-Anhängern nach Voldemorts Niederlage zu überwachen. Als sich der Staub gelegt hatte, wurde er ordnungsgemäß zum 35. offiziellen Minister für Zauberei ernannt. In dieser Funktion trug Kingsley unter anderem dazu bei, das Ministerium von Korruption zu befreien, verbot den Dementoren die Bewachung von Azkaban, ernannte Harry zum Leiter der Aurorenabteilung und zusammen mit Hermine pro-reinblütige Ansichten auszurotten.
Als nächstes haben wir Igor Karkaroff. Karkaroff war ein Schüler und später auch der Direktor des Sturmstrang-Instituts. Während des ersten Zaubererkrieges war er ein Todesser, der Lord Voldemort diente. Aber nachdem er gefangen genommen und kurzzeitig in Azkaban inhaftiert wurde, lieferte Karkaroff mehrere seiner Todesser-Kollegen aus, damit seine Verbrechen gelöscht werden. Das erste Mal sahen wir Karkaroff im Feuerkelch, als das Trimagische Turnier zum ersten Mal seit vielen Jahren in der Hogwarts-Schule stattfand. Karkaroff begab sich nach Hogwarts, um seine Schüler zu beaufsichtigen, den Champion von Durmstrang auf das Turnier vorzubereiten und als einer der fünf Richter zu fungieren. Der Feuerkelch war auch das letzte Mal, dass er erwähnt wurde. Nachdem er gehört hatte, dass Voldemort nach dem Ende der dritten Aufgabe zurückgekehrt war, floh Karkaroff aus Hogwarts, um sein Leben zu retten. Snape gab zu, dass Karkaroff zu ihm gekommen war, weil er sich Sorgen um das dunkle Mal auf seinem linken Unterarm machte. Ein Mal, das auch Snape als ehemaliger Todesser trug. Das Mal war im Laufe des Schuljahres immer dunkler geworden, ein Zeichen für Voldemorts wachsende Stärke. Karkaroff fürchtete Voldemorts Rückkehr, da er viele Diener des Dunklen Lords verraten hatte, um wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Nachdem er der Bestrafung entkommen war, konnte Karkaroff ein ganzes Jahr lang am Leben bleiben und in unbekannte Gebiete fliehen. Schließlich wurde er jedoch in einer Hütte im Norden aufgespürt und von Todessern getötet. Als nächstes haben wir Pomona Sprout. Pomona Sprout war eine britische Hexe, die viele Jahre lang in Hogwarts unterrichtete. Sie war sowohl Leiterin des Hauses Hufflepuff als auch Leiterin des Fachbereichs Kräuterkunde. Pomona trug entscheidend dazu bei, dass die Guten die Todesser während der Schlacht von Hogwarts abwehren konnten. Nach dem Krieg unterrichtete Sprout weiterhin als Professorin für Kräuterkunde an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Und als das Jahr 2008 anbrach, stellte sie ihren ehemaligen Schüler Neville Longbottom, der ebenfalls sehr begabt in Kräuterkunde war, neben ihr ein. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.